Im CMD-Aufbaukurs werden wir die Kursinhalte aus dem Basiskurs nochmal repetieren und verfeinern. Aber dann geht es auch um weiterführende Untersuchungen des anderen Systeme, die mit dem Kahneman-Tiemann-Lewin System in Verbindung stehen können. Zum Beispiel die Verbindung über die ganzen Halsfaszien mit dem oberen Thoraxapertur, mit dem Zwerchfell und auch mit dem Beckenbereich. Was auch wichtig in dem Kurs ist, ist die sogenannte stressassoziierte Geschehen, die bei sehr vielen Kieferpatienten eine große Rolle spielt.